Aber heißt das, ich muss jetzt hier... Okay. Ich werde erstmal, das Schloss knacken. You thought I wouldn't know that I'm just a blind old witch and no one would believe me. Und ich will, also ich will vor ihr gar nicht fliehen, weißt du? Ich will ihr eigentlich den Schlüssel abnehmen. Okay. Geil. Geile Sache. Ich will ihr aber den Schlüssel abnehmen, aber ich komme ich ja oben noch durch? Er hat ja gesagt, sie hat den verdammten Schlüssel. Ich will, also auch wenn wir jetzt hier vielleicht noch ein paar Mal sterben, sie dürfte ja wieder von vorne jetzt kommen. Ich mach das Schloss jetzt schon mal auf in der Hoffnung, dass das so getimt ist vom Spiel. Wo ist denn sie jetzt? Ich guck mal, wenn die wieder vorbeikommt. Ich weiß ja nicht, ob die auch ihre übliche Runde hat, aber ich würde halt gerne gucken, ob ich... ich würde ja gar nicht mehr hochkommen. Aber ich schätze mal, das ist mein einzigster Ausweg. Wenn ich nur ganz still bin, sie ist eine Blinde. Also sie kann uns gar nicht sehen. Wissen Sie jetzt? Scheiße. Also ich komme auch gar nicht hoch, aber ich das muss doch Möglichkeit geben. Wie denn, Alter? Wie denn? Du bist doch blind. Das hat doch vorher auch funktioniert, oder bloß weil ich da in der Ecke gesessen habe. Okay, gut. Scheiß mal auf den Schlüssel, auch wenn er gesagt hat, die Alte hat den Schlüssel. Heißt vielleicht, ich komme da... Aber er hat doch gesagt, wenn ich leise bin, komme ich da vielleicht ran. Okay, mal gucken. Ich knack erstmal das Schloss. Ich warte mal, bis sie da lang geht. Und latsche hier einfach mal gemütlich hinterher, in der Hoffnung, dass sie sich nicht irgendwie umdreht oder so. Ich muss den Schlüssel ihr abnehmen. Okay, sie geht da nach rechts. Also, ich kam halt gerade eben direkt von, okay, da bleibt sie stehen. Vielleicht bleibt die ja noch irgendwo anders stehen. Hier bleibt sie auch stehen. Lord, take their souls. Take their souls and may they burn in hell. May they burn in hell, Lord. Lord, take their souls. Okay, ich bleib mal hier stehen. Wenn sie wieder zurückkommt, dann latsche ich mal die ganze Zeit hinterher. Ah, ich hätte wieder in den Raum gehen können und dann gleich hinterher. Vielleicht reicht die Zeit aber aus. Vielleicht sieht sie mich ja nicht. Oh, das dauert aber... Okay, bis ich da bin, das dauert echt viel zu lange. Das dauert echt viel zu lange. Oder ich muss mich da vorne irgendwo verstecken, dass sie mich halt nicht sieht. Okay, hier kommt sie gleich durch. Finde einen Weg, jetzt an mir zu verlassen, mache ich gleich. Sie wird ja jetzt hier gerade reingucken, oder? Nee, ist im Nebenraum, okay. Hier wird es ja nicht gehen, ne? Nee, schade. Aber hier sind wir reingekommen. Also musste ich wieder hoch.
Sie müsste jetzt geradezu eigentlich sein, oder? Oder gleich irgendwie um die Ecke gescheißert kommen. Da müssen wir bloß nochmal hoch und dann können wir in... Dear Lord, I know that their mercy is divine. Dear Lord, you can take me into your wing. Dear Lord, I pray to thee, give me salvation. Mhm. Aber wie bin ich jetzt nochmal hochgekommen? Das ist ja die Frage, wie bin ich jetzt nochmal hochgekommen? Ich würde es halt auch gern schneller machen, aber... War das hier? War ich hier überhaupt schon mal drin in die... Kann sagen, hier war noch ein Brief. Ein Betreuung. Wiegt auch nicht in falscher Sicherheit, Gott wird euch strafen. Ihr seid nichts als mieser Abschaum, doppelzüngige Schweinehunde, Verräter, Gauner und Geizhälse. Gott wird euch strafen und möge der Richter gemeinsam mit dem Heidstod umfallen, möge ihrer ganzen verfluchten Familie siebenfache Vergeltung zuteil werden. O Herr, strafe sie mit einem Fluch, so wie du es mit Cain getan hast. Möge sie und ihre Kinder und ihre Kindeskinder für das bezahlen, was in Blackstone geschehen ist. O Herr im Himmel, bringe ans Licht, was sie in der Dunkelheit getan haben. Maria war eine Fanatikerin. Wenn ich daran denke, was unserer Familie zugestoßen ist, frage ich mich, ob sie in ihrem Gebeten nicht Gott, sondern den Teufel selbst angebetet hat. Ja, könnte man so. Das Problem ist, sie ist jetzt aber gerade vorbeigelatscht. Ich weiß jetzt wieder nicht, wo die ist. Sie ist davor. Okay, sie kommt gerade. Ich warte einfach mal, bis sie hier ist, dann gehe ich den Weg wieder zurück. Das war knapp. Das hätte böse ausgehen können. Oh, dreh dich mal um. Komm ab. Ja, du siehst ja, klar. Hat mal gesehen. Hast aber nicht mal gemerkt, dass dein fucking Schlüssel fehlt, ne? So. Aber so viele Möglichkeiten habe ich doch gar nicht. Ich meine, hier komme ich bloß wieder hier hin. Toll. Tür kann ich nicht zumachen. Oh. Die lasse ich mich gleich wieder vorbei. Aber wie kam ich jetzt nochmal hier hin? Ich meine, dadurch kann ich ja nicht brechen, ne? Du siehst mich nicht. Hä, von wo? Wo hat die mich jetzt... Scheiße. Nein! Oh. Ich war schon im richtigen Raum. Scheiße. Ich wusste jetzt aber nicht, von wo aus die mich irgendwie sehen könnte. Aber ich dachte, da in der Ecke bin ich eigentlich sicher. Kacke. Ja, ich hätte einfach bloß hinterherlatschen müssen und dann jeden Raum absuchen, wie ich es eigentlich gerade gemacht habe. Aber nein, jetzt muss ich das nochmal machen. Ich dachte, der hätte gespeichert. Hallo, mach doch mal ein bisschen ruhiger hier. Okay, der Raum, den wir hin müssen, ist da hinten. Oder kommen wir zumindest da hinten rein. Ja, jetzt komm mal vorbei hier, Alter. Hä? Das hat jetzt ein paar Mal funktioniert, dass sie mich überhaupt nicht gesehen hat, obwohl ich auch da in der Ecke saß. Also. Na gut. Aber den Schlüssel habe ich nicht, ne? Ich würde gerade sagen, weil ich dachte eigentlich, es hätte gespeichert, wo ich den Schlüssel hier abgenommen habe. Weh, du kannst mich jetzt hier auch sehen, Alter. So.
Einmal hinterhergewandert. Hör auf zu labern, dreh dich um. Heißt das Absolution? Ich bin mir gar nicht mal sicher, Salvation. Wie die Alte sieht mich, wenn sie jetzt rübergeht. Okay, es war nicht gespeichert, es war bloß ein neuer Tagebucheintrag. Aber da war zumindest die Tür, wo wir jetzt rauskommen, endlich mal. Und dann kann sie hier die ganze Zeit weiter durch die Gänge streifen und ihren Bockmist da labern. Egal. Sagen wie, ich kann die Tür jetzt nicht zumachen. Ich hoffe, diesen einen Brief, den ich dann noch nicht gehabt habe, dass ich den jetzt trotzdem mitgenommen habe. Also gelesen haben wir ihn ja, aber wenn der weg wäre, wäre kacke. Okay, hier speichert's. Schön, wir sind draußen. Ich glaube aber trotzdem noch nicht, dass es mit dir zu Ende ist. Mit Sicherheit muss ich die auch noch kalt machen. Okay, hier sieht es nett aus. Hier mal noch eine kaputte Treppe. Schwupp. Oh, wir würden hier sogar runterkommen. Okay. Ja, ja. Ist sie direkt wieder unter uns? Ah, stimmt ja. Hierfür brauchten wir. Aber müssen wir... Kann ich die Tür zumachen? Nur vorsichtshalber, weil ich habe irgendwie das Gefühl, die kommt... Jo, sehr schön. Was haben wir hier? Es sieht aus, als hätte sie versucht, sich mit diesem Kreuz zu verteidigen. Es hat ihr anscheinend nicht allzu viel geholfen. Aber hier muss doch noch mehr sein. Ich meine, ich habe jetzt noch nichts gelesen, außer dass die sauer war, dass... Unser Alter, die wir anscheinend betrogen hat, und unser Vater, oder Großvater, ihr das Kind genommen hat. What have you seen? Tell me! Who killed those people? Who blew up the mine? What is my family secret? Tell me! It wasn't Old Hyde. The detective was wrong. It was him who killed the devil himself. Wherever there's violence and tragedy, there's you. Stop! You hear me? Ich bin jetzt gerade ein bisschen. Okay, Maria ist tot, sie ist im Sumpf ertrunken. Für immer verstummt, bevor sie ihre Anschuldigung in die Welt hinausrufen konnte. Jetzt gibt es nur noch eine Person, die Antworten auf meine Fragen hat. Der Mann mit Zylinder und Maske. Vielleicht auch der Teufel selbst, wie Maria ihn nannte. Doch wenn er nicht mein Vater ist, wer ist er dann? Ach, ist er doch nicht unser Vater, okay. Und was hat diese Bestie in Menschengestalt mit dem Geheimnis meiner Familie zu tun? Wer auch immer er ist, er weiß, warum das Feuer die Menschen in der Mine bei lebendigem Leib verbrannt hat und warum so viele weitere Menschen in diesem Landstrich sterben mussten. Es ist, als ob das Land selbst, das auf betrügerische Weise erworben wurde, noch stets nach Blut und Opfergaben gelüstet und so die Leben aller ruiniert, die sich hier niederlassen. Okay, dann muss ich theoretisch nur noch ihn finden und dann. Who are you, for God's sake? Okay. If it wasn't my father, then who? And why did he do it? Who is he? Why did he kidnap and murder? What does it have to do with me and my family? Okay, das würde dann. Also, wenn wir Antworten kriegen, dann wahrscheinlich auch so, dass wir.
dass wir komplett Antworten auch auf das haben, was mit Adam und der Frau passiert ist. Zumindest am Anfang. Oder, naja, okay. Ich meine eher, ich glaube nicht mal, dass er Adam jetzt wiedersehen, weil er hat ja einen Sack über den Kopf gekriegt und ich schätze mal, damit kommt es dann zu der Sequenz, die wir ganz am Anfang vom Spiel gesehen haben. Und mich deucht's. Wir sind vielleicht komplett am Ende. Bin mir nicht ganz sicher, weil es kann ja immer noch mal irgendwie was kommen, aber die meisten Sachen haben wir jetzt, glaube ich, schon gesehen. Und wir müssen ja eigentlich nur noch ihn finden und ihn zur Rede stellen oder mit ihm am Ende kämpfen. Wer weiß. Hier raus. Hallo? Ja, finde einen Weg an die Uhr. Hä? Wie, was? Theoretisch ist das jetzt Adam. Ach so. Oh, leck mich. Was ist denn das jetzt hier? Eine Scheibe, die ich verschieben kann? Oder was will er denn von mir? Oh, hör doch mal auf, so rumzuhampeln, Junge. Hä? Ich kann hier so gut wie nicht bewegen oder das hier bloß abartig langsam bewegen. Ich werde ertrinken. Hä? Was? Was für ein Gegenstand jetzt im Inventar? Och, leck mich. Da. Oh. Hallo. Oh, Alter. Entschuldigung, aber. Ja, ich werde jetzt sowieso ertrinken, aber. Haben wir es nur oder haben wir es nur nicht? Hör mal. Was war das denn jetzt bitte? Weil ich dachte, das wäre eine Zwischenscheibe, die man so aufschieben kann. Kann ja nicht wissen, dass man die aufbrechen muss. Oder dass man nicht mal irgendwie einen Gedankengang macht von wegen, ich krieg das so nicht auf, ich muss das aufhebeln. Oh, fuck, don't do this to me now. Stop! Ist das jetzt... Also es muss doch eigentlich Adam sein, oder? Okay, gut. Finde einen Weg nach draußen. Das kann ein bisschen dauern. Ich werde hier wahrscheinlich noch mehrere Male sterben. Oh. Ja, Gegenstand im Inventar. Schatz hat versucht, die Scheiben irgendwie zu kurbeln. Keine Ahnung. Oh. So. Warum habe ich hier auf dem Leichenteile drin? Ja, lass dir Zeit, weil es ist ja nicht so, dass wir hier raus müssten. Achso. Gut, dann habe ich nichts gesagt. Dann habe ich nichts gesagt. Aber warum haben wir auf dem Leichenteile hier drin? Son of a bitch! I never thought he would do something like that. It's not just the keys and the messages. He wants to get rid of me. Emma, she stayed at home and he's there with her. Ja, aber... Hä? Wie... Hä? Also... Ja, der hat uns den... Also... Das letzte war doch gewesen, wir haben einen Sack über den Kopf gekriegt und wurden schätzungsweise verschleppt. Hier werde ich ja wahrscheinlich nicht weiterkommen, ja? Und jetzt fahren wir mit dem Auto und bauen einen Unfall? Hä? Ich meine, die Geschichte von Nicholas ist ja einigermaßen schlüssig, aber die wird hier langsam ein bisschen seltsam. Also, weiß ich nicht mal, ob ich hier richtig bin. Ich latsche gerade einen Berg hoch. Emma, just a little more. I can do it. I have to. Naja, bin ich dabei, aber... Es ist halt trotzdem... Irgendwie seltsam.
Das war ja auch am Anfang der Aufnahme so von wie... Als ob da was gefehlt hätte. Okay, das sind Emma. Ist das auch Emma oder nicht? Alle drei... Also ich hoffe, das klärt sich noch irgendwie auf und warum das jetzt bei ihm doch immer so ist. Aber... Okay, ist merkwürdig. Ist echt merkwürdig. Na gut. Na gut. Ab zum Haus. Da ist unser Haus. Okay. Also wenn das jetzt öfters passiert, dann stützt das auch meine These, dass sich die Emma? Stränge langsam überschneiden. Wahrscheinlich eher nicht. Und ich habe nicht mal Licht. Also entweder geht's nach oben oder wahrscheinlich wird direkt in den Keller. Wir waren schon lange nicht mehr im Keller. Oder auf dem Dachboden, das kann natürlich auch sein. Ich werde trotzdem erstmal alles nachgucken. War immer noch nicht rein. Das habe ich ja selber gemacht, aber... Fuck, I can't believe it. I'm too late. He's taken her. You had to fight him. I left you at the mercy of that motherfucker. Emma, I should have been here. I should have protected you. Allerdings, ja, man, dann untersuch doch mal. Okay, Emma kämpfte gegen ihn an, aber er war zu stark für sie. Achso, das war dann wohl das Medaillon, was er, denke ich mal, um den Hals getragen hat. Bevor ich schätze, entweder Keller oder Dachboden. Das Ding ist, an sich wissen wir ja, wie es ausgeht, deswegen weiß ich nicht. Finde ich es ein bisschen seltsam. Auch nicht rein. Schrank können wir aber aufmachen. Okay, da haben wir nichts weiter. Ich gehe mal stark davon aus, dass der im Keller ist. Hallo? Ich... Jaha. Okay. Auf dem Dachboden darf ich anscheinend nicht, auch wenn da irgendein Symbol ist. Warte, ich will das jetzt... Nein, nein. Okay, ich probiere es im Keller. Ich probiere es im Keller. Das mit dem Dachboden-Look ist mir jetzt gerade zu doof. Hier wird es ja nicht sein, ne? The traces are leading to the basement. Oh, okay. Where did he drag her? Our basement? Why? Da war noch eine Wand, mein Freund. Da war noch eine bestimmte Wand. Das mag ich wieder. They went this way. Who knows this house better than I do? Ja, so viel steht schon mal fest. Hier ist das, wo der, naja, ich glaube, der Richter war es gewesen, ne? Wo der Richter, glaube ich, verschleppt wurde. Dahin verschleppt wurde. Wo ich jetzt, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, dass ich jetzt einfach mal, dass wir jetzt sterben werden. Hier unten. Zugang zur Mine.